Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2. Es tut mir leid, die Folge kommt jetzt erst am Abend. Ich war nicht zu Hause, ich hatte keinerlei Möglichkeit, die jetzt vorher zu bearbeiten und hochzuladen. Ich hoffe dennoch, dass ihr euch freut. Ich kann schon mal verraten, dass am Mittwoch ein cooles kleines Infovideo kommt über einen neuen besten Freund, den ihr wirklich als neuen besten Freund auch behandeln solltet und ihm täglich einen Besuch abstatten solltet. Mehr sage ich erstmal nicht dazu. Ich bin mal gespannt, ob du ihn kennst. Wenn nicht, schreib es mir dann gerne mal in die Kommentare rein. Ja, was ist letzte Woche passiert? Wir haben auf jeden Fall einen Sieg über Balthasar geschafft. Aurene ist leider nicht mehr bei uns. Die ist nach dem Sieg verschwunden, unsere kleine Baby Aurene. Es war ziemlich heftig, finde ich jetzt. Ich hatte das leider gar nicht mehr so alles wirklich in Erinnerung. Ist auch schon ein paar Jahre her, wo ich das jetzt zum Schluss gespielt habe. Dafür habe ich mich umso mehr gefreut, das jetzt aktiv wieder zu spielen. Und ja, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht mal, ob wir schon relativ am Ende sind von Path of Fire. Kann total sein, dass wir dann auch sogar schon bald in Lebendige Welt Staffel 4 reinkommen. Auf jeden Fall sind wir gerade in Amnun und haben, kleiner Sieg, den Epilog vor uns. Ich bin mal mega gespannt. Wir sehen, hier vorne ist schon der grüne Stern. Ich bin ein bisschen erkältet. Verzeiht mir das bisschen Rumgeschniefe durch die Nase reden. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ihr seid nicht sehr krank. Bei mir ist es voll der Wetterwechsel. Der hat mich voll erwischt, dieses bisschen wärmer, wieder ein bisschen kälter. Dann aktuell ist es nur verregnet. Es ist wunderschön, sage ich nur. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die Folge. Ich hoffe, du auch. Und würde sagen, wir legen einfach los, ohne lang zu quatschen, und betreten unsere Instanz. Okay, wir müssen in die Stadt. Oh, wir haben aber eine ziemlich kleine Instanz. Ihr Bündnis mit Amnun muss wohl gut laufen. Kommandeur! Hey! Timmy! Was macht ihr in Amnun? Ich habe mich entschlossen, das Labor eine Weile zu verlassen und wieder mehr operative Arbeit zu machen. Ich bin hier, um euch zu helfen und hoffentlich auch in ein paar Dingen herumzustochern. Natürlich, ich bin mir sicher, dass Flant und sein Trupp von Versagern genau in diesem Moment mein Drachenlabor auf den Kopf stellen. Auf jeden Fall durften Jory und ich mit Kapitän Kiel und einigen Gesandten der Händler in deren langsamem Luftschiff mitfahren. Hier wäre wirklich mal ein Asura-Portal nötig. Timmy, Balthasar ist tot. Ich hab's gehört. Herzlichen Glückwunsch. Wie sollen wir euch jetzt nennen? Drachentöterin oder Götterklatscherin oder... Timmy, konzentriert euch. Als Balthasar starb, absorbierte Kralkatorik den größten Teil der freigesetzten Energie. Kralkatorik ist jetzt noch mächtiger und gefährlicher als je. Oh, das könnte das Gleichgewicht der Altdrachen jetzt noch schneller durcheinander bringen. Ich muss gleich ein paar Berechnungen anstellen, was im schlimmsten Fall geschehen kann. Ihr habt Glück, dass ich hier bin. Und glücklicherweise habe ich auch alles, was ich brauche, in meinem mobilen Labor. Schraddel 2.0. Verzeihung, Kommandeur. Ratsoberhaupt Iman erbittet eure Anwesenheit im Innern. Es gibt eine kleine Feier zu Ehren eures Sieges. Das klingt, als müsste jemand gleich eine ehrenhafte Verbeugung hinlegen. Vielen Dank. Sie wartet jetzt auf euch auf dem Stadtplatz, Herrin. Alle warten. Als Heldin geht einem die Arbeit nie aus. Timmy, ich werde schnell dem Ratsmitglied guten Tag sagen. Danach können wir uns beim Doc treffen. Dort werde ich euch alles erzählen. Ihr habt es verstanden, Götterklatscherin. Ah, nee. Es ist so cool. Okay. Ich spreche mit Ratsoberhaupt Iman. Okay. Oh Gott, sie verbeugen sich alle vor uns. Ah, hi, Kommandeur. Wir haben die großartigen Nachrichten bezüglich Balthasar erhalten. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich diese kleine Feier zu eurem Sieg arrangiert habe. Das ist eine beeindruckende Menge, Ratsmitglied. Aber meine Leute und ich brauchen unbedingt etwas Ruhe. Natürlich. Ich bin mir sicher, dass es sehr anstrengend ist, Götter zu töten. Aber ich kann Amnuns Helden nicht guten Gewissens gehen lassen, ohne dass sie genährt, gelobhudelt und ordentlich gefeiert wurden. Nun gut, vielleicht für einen Moment. Großvezier, dies ist der Kommandeur. Die Heldin, die die Truppen der Erweckten bei ihrem großartigen Sieg über Balthasar anführte. Was? Nein. Archon Ibero hat die Erweckten angeführt. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen. Ich kenne diesen Archon nicht, Großvezier, aber ich kann euch versichern, dass ich die Person bin, der ihr die Armeen eures großzügigen Anführers anvertraut hattet. Ich verspreche, auch euer Name wird Erwähnung finden, wenn König Joko die Wahrheit über diesen Sieg erfährt. Oh nein. Oh nein. Verzeiht.
Ich muss gehen. Und zwar jetzt sofort. Okay. Das hat ihn jetzt nicht das so erfreut. Ist merkwürdig und etwas beunruhigend. Ja. Utumishi mag eine unterwürfige kleine Ratte sein, aber er verkehrt in den höchsten Rängen von Jokos Regierung. Doch, nein, ich werde nicht zulassen, dass der finstere Gedanke an diesen Lichtkönig die Feierlichkeiten ruiniert. Heute geht es um euch, eure Gefährten und euren ruhmreichen Sieg. Übrigens, Ratsmitglied, muss ich euch die Wahrheit darüber berichten, was in Kodash geschah. Nein, nein, nein. Bewahrt eure Ehrlichkeit für einen anderen Zeitpunkt auf. Es ist schon zu lange her, dass diese Stadt, diese Leute etwas zu feiern hatten. Oder Helden, in deren Licht sie sich sonnen können. Sie brauchen das hier. Sie brauchen euch. Deswegen, Bürger und Bürgerinnen von Amnun, erhebt eure Gläser zu einem Trinkspruch. Auf unsere Helden, die uns von Balthasar befreiten und unserer Stadt wieder Frieden brachten. Hoch die Tasse! Ich finde das immer so süß, diese kleinen Zeremonien, die die gemacht haben. Ja, Kommandeur. So süß. Die, die euch ihr Leben schulden, wollen alles über euren bedeutsamen Sieg erfahren. Ihr könnt euch natürlich auch erst etwas Zeit nehmen, euch entspannen, unter die Leute mischen und den Augenblick genießen. Haltet eure Rede, wann immer ihr möchtet. Ah, eine Rede müssen wir auch noch halten. Optional, bittet eure Freunde um Rat. Optional, meldet euch bei anderen in der Umgebung von Amnun. Haltet eure Rede. Alle warten drauf, von der Heldin von Kodash zu hören. Ich will euch nicht unter Druck setzen, aber habt ihr schon eine Rede vorbereitet? Ich bin etwas nervös. Wieso habt ihr mich damals um Hilfe gebeten? Danke für das Fest. Okay, wir werden mit ihr wegen der Rede am Ende quatschen. Ihr schon wieder. Als ich von eurem Mysterium hörte, war ich mir fast sicher, dass ich euch nie wiedersehen würde. Freut mich, dass ich mich geirrt habe. Euer Rat hat geholfen. Kasis hat sich als natürlich erwiesen. Hat sich die Lage endlich beruhigt an den Toren? Ein bisschen. Balthasars Niederlage hat für Entlastung gesorgt. Und obwohl einige über Amnuns Bündnis mit den Sonnensperren begeistert sind, wirken andere besorgt. Außerdem gibt es viel wieder aufzubauen. Mochte ich Balthasar immer am wenigsten. Ja. Vielleicht lag es ja am Bart, aber egal. Ich bin froh, dass er tot ist. Das war die richtige Entscheidung. Okay. Wir quatschen jetzt die Sprechblasen mit dem Sternchen im Flodikarodi-Gang durch. Puka Puka. Was? Puka Puka? Piep tut. Ich kann das nicht. Der Shuya wirkt verwirrt. Klick, klick, klick. Okay. Ich glaube, das sparen wir uns jetzt mal. Ihr seid das durchdringende Licht. Was darf ich für euch tun, Fremdling? Wie stehen die Dinge im Flüchtlingslager? Ich vermute, ihr habt von Balthasar gehört. Ihr leistet großartige Arbeit. Auch wenn die Kämpfe irgendwann aufhören, wird ihre Wirkung noch lange zu spüren sein. Krieg ist eine schreckliche Bestie. Ihr leistet großartige Arbeit. Ich tue nur, was nötig und richtig ist. Das hätte Kumir so gewollt. Ja, Kashmir hat mir gesagt, dass unsere Göttin uns verlassen hat. Bitte fragt mich nicht, wie ich mich deswegen fühle. Ahoi, Fremde. Es ist zu lange her. Kumir weiß, dass wir durch die Unterwelt gehen mussten. Ich im übertragenen Sinne. Schön, dass ihr noch am Leben seid. Das seid ihr nicht allein. Wie ich mir meine Haut erwerbt habe, trotz der starken Gegner, ist etwas, auf das selbst Kumir persönlich stolz sein könnte. Was wollt ihr jetzt tun? Das gleiche, was ich schon seit Jahren mache. Ich schütze die, die sich nicht selbst schützen können. Das haben wir gemeinsam, oder? Also das sollte man auf jeden Fall durchmachen. Wir haben gerade besticktes Sonnenspeersiegel freigeschaltet für diesen XXL-Rücken mit super cooler Fahne, den man sich dann wahrscheinlich ohne große Herstellung freischalten kann. Sehr cool. Genau. Fehlt noch Kumirs Gebetsbücher, Emblem der Sonnensperre und Unterstützungsbekundung. Das kann gekauft werden. Und hier müssen wir eine Höhle durchsuchen, das im Totenhaus in Elon Flusslande zu finden. Okay, das ist sehr cool. So, wir haben hier Cass. Dankeschön.
Wir haben da Ridlock. Haben wir noch optionale? Ich weiß ja, dass ihr Drachen getötet habt und einen Gott und so, aber trotzdem wette ich, dass ich euch besiegen kann. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Okay. Sag ich jetzt nichts zu viel dazu? Ich glaube zwar nicht, dass ihr euch an mich erinnert, aber am Tag eurer Ankunft war ich in der Pyramide, als die Geschmiedeten angriffen. Ich hatte nie die Chance, euch zu danken, also vielen Dank. Immer gerne doch. Immer gerne doch. So, wir haben hier noch jemanden. So, Chefin, während ihr die Wüste gerettet habt, habe ich ganz allein das Essen für euch vor euer Fest vorbereitet. Aber ich schätze, ich sollte euch dennoch danken. Und jetzt geht, bin zu müde. Ich bin zu müde zum Reden. Okay. Okay. So, wir haben noch zwei. Mama, ist das die Heldin? Süß. Okay. Ich bin froh, dass dies eine Siegesfeier ist und keine Trauerfeier. Obwohl das Essen bei letzterer vielleicht besser wäre. Hätte ich gegen Balthasar verloren, gäbe es viel mehr Begräbnisse. Danke für eure Hilfe bei all dem. Ihr habt mir nie viel über euren Orden erzählt. Okay, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht hier jede Sprechblase durch. Da ist Kiel. Kommandeur, Glückwunsch zum Erfolg eurer Mission. Ich wusste immer, ihr würdet siegen. Was treibt ihr hier? Ein Brieftäubchen hat mir euren Sieg zugezwitschert. Und da dachte ich mir, ich komme geflogen, gratuliere euch persönlich. Am Nun ist sogar noch schöner als man mir erzählt hat. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen Zeit, die Sehenswürdigkeiten zu genießen. Wie ich sehe, habt ihr Zalambus kennengelernt. Oh ja, in der Tat. Ellen und ich haben viel zu besprechen. Handelsmöglichkeiten, Partnerschaft, Pläne für das Abendessen. Würdet ihr uns bitte entschuldigen? Okay, lassen wir die zweimal alleine. Wir haben hier das Podium und hier ist Kanna. Wobei ich sehe hier hinten... Ich bin kein mürrischer Kaktusmann. Ich bin auch kein riesiger sprechender Choya. Ihr Bengel habt die Manieren von Fünftgeborenen. Okay, aber ich habe gerade gesehen, als ich hier um die Ecke gelunzt habe beim Kanach, da sind auch noch ein paar Sprechblasen. Die holen wir uns jetzt trotzdem noch. Wir müssen mit allen unseren Gästen der Feier sprechen. Nun, meine Raptoren leuchten vielleicht nicht im Dunkeln, aber sie können eure trägen Sandhunde schnell umkreisen. In einer geschäftigen Stadt mag Geschwindigkeit ja wichtig sein. Aber sobald ihr euch in die Welt des Treibsand und der giftigen Sümpfe begebt, ist der Schweberochen ungeschlagen. Aber ihr müsst zugeben, dass es kein Reittier gibt, das niedlicher und flauschiger ist als meine Springer. Das stimmt. Da bin ich ganz eurer Meinung. Und deswegen sind die Springer ideal, wenn man Felle benötigt. Wie? Vielleicht wechseln wir besser das Thema? Wäre eine Möglichkeit, oder? Ich sage, wir sprechen hier mit dem Djinn. Sagt, Reisende, habt ihr euch endlich mit dem Überlegenheit des Schakals abgefunden? Ah, guck mal hier, wir können hier dann auch so ein bisschen über die einzelnen Tiere quatschen. Ja, gut. Tja, dann gut. Quatschen wir mit ihm noch. Ich möchte euch von ganzem Herzen gratulieren. Wir haben euch viel zu verdanken. Einen schönen Schwemmrochen habt ihr da. Wir züchten die besten Reittiere im ganzen Land. Das ist euch sicher schon aufgefallen. Diese junge Dame dort ist mein ganzer Stolz. Das tue ich in der Tat. Wie lässt sich ein Sieg besser feiern als mit Wein und Gesang? Okay. Nächste. Fremdling, ihr seid zurück. Danke für den Raptor. Na, sicher doch. Das ist das Mindeste, was wir tun konnten. Ich weiß, ich werde euch gut um sie kümmern. Wie steht es um das Dorf? Gefällt euch das Fest? Okay. Ich klicke das jetzt einfach so ein bisschen durch und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht zum Schluss wirklich auch die Belohnung bekommen. Ich würde sagen, wir quatschen jetzt erst mit Kanach. Diese Feier, das ist nicht richtig. Das kann man wohl sagen. Wegen dieser Veranstaltung haben sie das Casino geschlossen. Und ich kann erst morgen den Gewinn der Wette auf euch abholen. Kann auch das heißt, Gewinn. Dass ich mindestens noch einen weiteren Tag hier mit lauter ausgelassenen, singenden, tanzenden Menschen festsitze. Wir Silvari sind, so als Volk im Ganzen betrachtet, eher weniger ausgelassen. Wir werden hier bald genug verschwinden. Tatsächlich. Wenn ich mich allerdings nicht verhört habe, müsst ihr erst noch eine Rede halten. Ihr könnt mir ruhig glauben, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, einfach zu verschwinden.
Leider bin ich aber sicher, dass Ratsmitglied Iman mich im Handumdrehen wiederfinden würde. Darf ich vorschlagen, dass ihr bei eurer Rede nicht die gesamte grauenerregende Wahrheit erwähnt? Sie sind gerade in so einer guten Stimmung. Auf der anderen Seite würde ich die Dinge allerdings auch nicht zu positiv darstellen. Die irrige Annahme, dass sie sicher seien, würde ich nicht weiter unterstützen. Wir wollen, dass sie am morgigen Tag wieder zu Sinnen kommen und nicht weiter frivol durch die Gegend hüpfen. Haltet euch einfach bedeckt. Die Leute sollen sich nicht zu sehr in etwas hineinsteigern. Ihr wollt doch nur nicht, dass sie das Casino morgen schon wieder schließen. Zu meiner Verteidigung, der Betrag war nicht gering. Ich weiß ehrlich nicht, was ich Ihnen sagen werde. Ich will es einfach nur hinter mich bringen, damit wir uns wieder auf Orin und Kalkatori konzentrieren können. Dann denkt dran, bedeckt halten. Er hat nicht Unrecht. Sie sind alle ziemlich happy, dass das mit Balthasar geklappt hat, aber sie sind trotzdem noch nicht außer Gefahr. Deshalb quatschen wir mal mit Ridlock. Sobald ich mit dieser Rede fertig bin, vielen Dank, dass ihr sie ermutigt habt, müssen wir alle zusammentrommeln und Orin finden. Es ist wirklich peinlich, wenn man darüber nachdenkt, dass aus der Drachenwacht ein Drachenkindergarten geworden ist. Ihr habt gesehen, was geschah, als Balthasar starb. Jetzt müssen wir uns mit einem erzürnten, unberechenbaren Altdrachen herumschlagen. Wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf, Kommandeur. Das ist genau das, was ich von Anfang an tun wollte. Nun, dieser Wunsch wird euch bald erfüllt werden. Zuerst muss ich mir nur darüber klar werden, was ich diesen Leuten sage. Habt ihr irgendeine Idee? Was hat Kanach gesagt? Seiner Ansicht nach sollte man vorsichtig vorgehen. Warum? Ich wollte nur wissen, an wen von uns beiden ihr euch zuerst wendet. Ernsthaft? Nun, ich denke, ihr werdet ihnen die Wahrheit sagen müssen. Dass die Götter sie verlassen haben, dass Balthasar zu töten nach hinten losgegangen ist und dass jetzt ein verärgerter Kristalldrache irgendwo am Horizont wartet? Jetzt werdet mal realistisch. Wenn Kalkatorik seine fette, schuppige Schnauze hier zeigt, wäre es hilfreich, wenn diese Leute hier darauf vorbereitet wären. Aber vielleicht ist es das, was diese Leute im Moment am meisten brauchen. Auch ein kurzer Augenblick der Hoffnung und des Glücks, bevor sie wieder jeden Tag in Angst verbringen. Ihr habt bereits mit Kashmir gesprochen, nicht wahr? Tut mir leid, Tribun, das kann ich nicht sagen. Okay. Sie haben irgendwie alle recht. Mal gucken, was Cass jetzt noch sagt. Ich hoffe, meine Tochter wird einmal genau wie ihr, wenn sie groß ist. Das ist aber süß. So, Cass. Kommandeur, gut. Wir müssen wieder Partylöwen abgeschlossen. Und außerdem müssen wir herausfinden, was wir bezüglich Kalkatorik unternehmen sollen. Wir brauchen jetzt einen eleganten Abgang, um diese Feierlichkeiten zu verlassen. Übrigens, ihr habt nicht vor, diesen Leuten ganz genau zu erzählen, was geschehen ist, oder? Ich weiß es noch nicht. Bitte. Ich habe bereits sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Wahrheit über die Götter und die Altdrachen verarbeiten können. Nicht nach allem, was ihnen geschehen ist. Können wir ihnen nicht einfach diesen einen Tag lassen? Nun, stimmt schon. Eine direkte Bedrohung besteht nicht mehr. Dann lasst sie singen und tanzen und lachen. Zumindest heute. Mit dem, was der morgige Tag bringen wird, müssen wir uns noch früh genug auseinandersetzen. Ja, ja. Jetzt stress mich nicht. Okay, Cass ist komplett im positiven Bereich. Bevor ihr packt und abreist, vielleicht etwas gegen diese ärgerlichen Sandhaie tun könntet? Sie sind unerträglich. Okay, jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. Rede halten. Bewohner von Amnun, öffnet bitte eure Herzen und spitzt eure Ohren. Hier ist die Kriegerin, die einem zornigen Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand und triumphierte. Ridlock. Oh, das ist blöd. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Beginnt eure Rede mit einer Aussage, die optimistisch ist, vage ist, düster. Vielleicht optimistisch? Am heutigen Tag haben die Bürger und Bürgerinnen von Amnun, Elona und der ganzen Welt Grund zu feiern. Denn heute ist der Frieden in dieses Land zurückgekehrt. Viel zu lange haben Balthasar und seine furchterregende Armee der Geschmiedeten einen finsteren Schatten auf die Wüste geworfen.
In der Dunkelheit dieses Schattens drohten wir alle verschlungen zu werden. Er verriet nicht nur die anderen Götter. Er verriet alle von euch, die ihr ihn verehrtet. Doch nun warf sich auf der Treppe zum Basar von Kodash eine kleine Gruppe von Sterblichen dem verräterischen Gott entgegen. Sie durchkreuzten seine Pläne. Dankeschön. Am Nun liebt euch. Setzt eure Rede mit einer Aussage vor, die vage ist, düster ist, optimistisch ist. Also ich kann alle drei verstehen. Ridlock, Cass und Kanach. Also ich finde schon, dass wir das Positive hervorheben müssen, dass sie es in dem Sinn Balthasar besiegt haben, aber wir müssen trotzdem auch realistisch sein, dass Kalkatorik halt immer noch da ist. Wir haben es nicht ganz geschafft. Und die Bewohner erst recht nicht. Weshalb vielleicht vage? Doch Balthasars Tod rüttelte auch den Altdrachen Kalkatorik auf. Er kreiste in der Luft und griff die Wüste an, so wie er vor 10 Jahren Ascalon angriff. Als sich der Rauch verzog, sahen wir ihn am Horizont entschwinden. Doch die unmittelbare Gefahr ist gebannt. Balthasar ist tot. Seine Armee von Geschmiedeten ist geschlagen. In der Wüste kehrt Ruhe ein. Zumindest fürs Erste. Okay. Fand ich jetzt sehr gut gesagt, muss ich sagen. Vielleicht sollen wir dann zum optimistischen Teil wieder übergehen, dass jetzt halt die Ruhe eingekehrt ist. Beendet eure Rede mit einer Aussage, die, können wir mal optimistisch. Also feiert auf jeden Fall. Genießt diesen Moment. Denn im Moment gehört uns die Welt. Nicht den Göttern, nicht den Drachen, nicht Erweckten, Geschmiedeten oder Gebrandmarkten. Uns, den Bürgern Elonas, Tyrias, Kantas. Die Welt verändert sich. Wir alle miteinander sind diejenigen, die sie verändern. Und wehe jedem, der sich uns in den Weg stellt. Ein Trinkspruch. Vor uns liegen viele Herausforderungen. Möge uns jede Schlacht zum Sieg führen. Möge uns jeder Sieg zum Feiern bringen. Danke. Ihr seid meine Heldin. Wow, das war eine Rede. Muss ich sagen, fand ich sehr, sehr gut. All die guten Dinge, die der morgige Tag uns bringen kann. Ich bin da sehr optimistisch. Konfetti. Bevor ich abreise, sollten wir uns noch einmal unterhalten. Cool. Natürlich. Ich freue mich jetzt schon. Da ihr sie jetzt erfolgreich davon überzeugt habt, dass die Welt außer Gefahr ist, warum gesellt ihr euch jetzt nicht draußen zu uns? Wir sollten einen Plan entwickeln, wie wir verhindern, dass sie in 1000 Teile zerspringt. Das stimmt. Okay, aber sollten wir nicht mit der einen Dame quatschen? Hallo Leutchens. Also Boss, was kommt als nächstes? Ich habe Time über alles informiert. Darüber, was mit Balthasar, Kalkatorik und Orin geschah. Zunächst einmal ein paar Worte dazu, dass ich Balthasar getötet habe. Ihr habt getan, was ihr tun musstet, um Orin und auch euch selbst zu retten. Und ohne euch, Kommandeur, wäre niemand, der gerade an dieser Feier teilnimmt, jetzt überhaupt noch am Leben. Dieses Lob ist eher halbherzig. Nun, als Erstes müssen wir Orin finden. Am wichtigsten ist es, zuerst Kalkatorik zu finden. Beides ist sinnlos, solange wir nicht wissen, wie wir die Altdrachen ersetzen können. Und wie üblich werden wir all die unschuldigen Idioten beschützen müssen, die sich immer wieder selbst in Gefahr bringen. Hat er nicht Unrecht. Oh, wie schön. Wie schön. Gibt sogar noch Feuerwerk. Cool. Boah, guckt mal. Das ist schon cool gewesen. Ich weiß, dass jedem von uns der Gedanke gekommen ist und deswegen werde ich es jetzt einfach sagen. Sollten wir noch einmal versuchen, die gesamte Drachenwacht zusammenzutrommeln? Wisst ihr nach der ganzen Zeit überhaupt, wo alle sind? Nun, eine von ihnen ist schon hier. Jory! Cass! Cass, Sascha, Jory! Dank, ihr seid wohl auf.
Karnach hat mir erzählt, was mit Balthasar geschehen ist. Ich hatte befürchtet, euch nie wiederzusehen. Um euch zu sagen, wie leid es mir tut, dass die Dinge am Ende so waren, wie sie waren. Ich weiß. Ich weiß. Mir geht es genauso. Ich störe nur ungern, aber hat es gerade noch jemand gespürt? Ja. Was gespürt? So eine Art Beben. Je. Sagt mir, dass das für die Wüste ganz normal ist. Oh, oh. Oh, oh. Und oh so mein nimmt es seinen Gott. Anfang. Ja. Ja. Oh mein Gott. Boah, das sieht so cool aus. Arini Baby! Wo bist du denn? Ein Bündnis mit den Sonnenspeeren okay. Bringt uns allen eine Chance im Kampf. Hey, was? Ein Sonnenspeer wiegt 10 Kavaliere auf. Aber erzählt hey, Rahim nicht, dass ich das gesagt Heimi habe. Hier. Ridlock ist auch da. Ja. Guten Tag, Ridlock. Tag. Ridlock hat sich um unsere Vorräte gekümmert und ich bin fast damit fertig, Schraddelwüsten festzumachen. Ja. Wenn ihr dann also bereit wärt, nach Orin zu suchen, wir sind auf einem Doljak-Hof gleich außerhalb von Amnun. Okay. Immer der Nase nach. Okay. Story abgeschlossen. 13. Kapitel. Kleine Siege. Wir sind fertig. Nächstes in der Chronik anzeigen. Ja, und wir sind jetzt offiziell Lebendige Welt Staffel 4. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat Path of Fire gefallen. Ich fand's mega cool. Wir haben schon so vieles entdeckt, durchlebt. Wir sind jetzt Lebendige Welt Staffel 4. Danach kommt die Eisblutsaga, End of Dragons, Secret of the Obscure und dann kommt Yantir Wilds. Ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, du bist nächsten Montag wieder mit dabei zum Kapitel Tagesanbruch geht. Wir werden Aurin suchen. Finde ich sehr, sehr gut, dass wir das als nächstes angehen. Wir haben es geschafft. Balthasar ist verstorben. Wir haben die Bewohner retten können. Es ist noch nicht ganz alles durch. Wir haben es gerade gesehen. Khal Kathoriq ist auf dem Weg. Wohin, wissen wir leider noch nicht. Aber er hat wieder mordsmäßig Schaden angerichtet. Ich freue mich aber dennoch drauf und würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Montag wieder. Wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Vergiss die Glocke nicht, auch wenn du schon länger dabei bist. Weiterhin verpasst du keine weiteren Videos und wirst immer wieder erinnert. Und ja, ich freue mich drauf. Ich wünsche dir allerdings jetzt noch eine schöne Woche und würde sagen, wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.